Und jetzt bei mir die Dame, die seit über 10 Jahren für die Messe verantwortlich ist. Eva Ming, sind schon 10 Jahre? Ja, es ist die 9. MX, aber seit 10 Jahren natürlich für die MX tätig. Warum soll man bei Ihnen überhaupt ausstellen? Ja, es ist die grösste Marketing-Event-Messe der ganzen Schweiz. Neu auch mit dem ganzen Bereich des digitalen Business und der Kommunikation. Und ja, wenn man eine Marke ist oder eine Firma ist, die neue Kunden gewinnen will oder einfach sich präsentieren, muss man dabei sein. Welche Faktoren sind denn ausschlaggebend für ein erfolgreiches Marketing? Ja gut, beim Marketing auf der einen Seite braucht es einen Markt und dort hat es natürlich auch potenzielle Kundschaft. Also es braucht eine Zielgruppe, die man ansprechen will. Und wenn man natürlich eine Zielgruppe hat, muss man die richtige Botschaft haben. Also ist im Prinzip das Erfolgsrezept die richtigen Worte oder die richtige Botschaft mit einem schönen Storytelling, mit einem schönen Erlebnis, die richtige Ansprache. Ja, das holt dann hoffentlich Kunden ab. Was mir auffallen ist beim Durchlaufen durch die Messe, es hat immer mehr Betriebe, die im Gastrobereich tätig sind. Stimmt das oder bilde ich mir das noch ein? Nein, da haben Sie recht. Gastronomie entdeckt, ich glaube, auch das Firmengeschäft. Also das Business to Business, wie man sagt. Sicher eine lukrative Sparte, weil nebst dem Saal, den man hat, oder dem Restaurant hat, oder dem Catering, will man ja genau die Firmenkunden ansprechen. Es hat auch viele Gastronomiebetriebe, die Produkte haben aus der Gastronomie, wie zum Beispiel der Sprüngli, Honold etc. Und die wollen sich da auch präsentieren, dass sie natürlich nicht nur vielleicht eine Confiserie sind, sondern wirklich auch können Catering machen können. Ich glaube, an der MX Night hat es auch der ein oder andere namhafte Gastrobetriebe. Ja, das stimmt. Wir haben heute einen wunderbaren Anlass. Da ist eben unter anderem, wie Sie gesagt haben, das Hiltl zum Beispiel oder ein Brands Extra, wo man kennt mehr als Party-Location. Aber auch die haben Sale, die haben natürlich Business Catering, wo sie wollen, den Firmen anbieten. Und das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, der Marketing- und Eventszene da sich zu präsentieren und zu sagen, hey, wir sind dann für euch da, für eine grosse Firmenveranstaltung. Ganz kurz noch, MX Night heute Abend, was möchten Sie mit dem erreichen? Ja, heute steht natürlich Networking im Vordergrund. Die Leute treffen sich gerne, abseits nur schon vom Messestand, dass man sich in einer schönen, ausgelassenen Ambiente, ein bisschen mit Glamour-Effekt, feinem kulinarischem Verwöhntprogramm, Entertainment, sich kann sehen, begegnen, sich austauschen. Also ich wünsche mir, dass viel schöne, spannende Dialog stattfindet, ein lässiger Abend ist und wir alle nach Hause gehen und sagen, wow, ist cool gewesen. Dankeschön.